Hallo zusammen, hier ist wieder heute La und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um zwei Mounts, die wir uns als Nightfair spielen können, beziehungsweise für eins brauchen wir Nightfair, fürs andere brauchen wir nicht zwangsläufig eine Nightfair-Char. Beide kriegen wir aber aus derselben Quelle. Und zwar bin ich schon hier auf dem ersten Mount. Umbral Sichelhorn schimpft sich das. Und ihr seht schon, das ist eins von diesen Gormviechern. Was ein bisschen ja, komisch aussieht. Wir machen mal das Mount Special. Hat was. Es gibt ein paar von diesen Gormen Mount. Das sieht aber tatsächlich relativ cool aus mit diesen Laternen dran und auch von der Farbgebung her. Und das zweite Mount, was ich euch zeigen will, ist ein Runenhirsch. Und zwar Winterborn Runenhirsch. Und zwar der hier. Nicht der Verzauberte, sondern der normale. Den Verzauberten, den hatte ich euch das letzte Mal gezeigt. Hier kriegen wir den normalen Runenhirsch. Auch da machen wir mal das Mount Special und stolzieren ein bisschen rum. Hat auf jeden Fall was. Und diese beiden Mounts kriegen wir von einem Händler. Und zwar sind wir hier im Ardenwald auf den Koordinaten 59, 52 im Winterschlafbecken, schimpft sich das. Und dort haben wir einen Händler. Hier haben wir ihn. Und der verkauft einen Haufen Items. Der ist nämlich der Rüstmeister des Hofs der Nacht. Und zwar ist es eine Ruffraktion, die ihr einmal hochspielen könnt. Und zwar ist das als Nightfee ein bisschen einfacher als Non-Nightfee. Jetzt will ich mal kurz auf die Mounts drauf eingehen. Also ihr seht, wir haben hier einige Sachen wieder Soul Shape gestalten. Pets haben wir hier. Dann gibt es da auch quasi Transmog-Sachen, zwei Mounts und dementsprechend auch wieder ein Transmog-Set. Wichtig an der Stelle, die ganzen Sachen könnt ihr euch nur als Nightfee kaufen. Also ihr müsst Nightfee sein und quasi den Hof der Nacht den Ruf hochspielen, außer für das Mount hier. Da müsst, und ich glaube, die Pets meine ich glaube ich auch nicht. Aber da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig. Auf jeden Fall, Umbral, Sichelhorn, dafür müsst ihr kein Nightfee sein. Das könnt ihr mit jedem Covenant kaufen. Winterborn, Runenhirsch, dafür müsst ihr Nightfee sein. Ne? Ihr könnt natürlich auch gleich beides mit einem Nightfee farmen. Da müsst ihr nicht zweimal den Ruf hochbasteln, denn ihr müsst für beide Mounts einen respektvollen Ruf haben. Dementsprechend schon ein bisschen was farmen, aber nicht ehrfürchtig. Also ehrfürchtig braucht man tatsächlich nur für das Rüstungsset. Wie kann man jetzt den Ruf hochbasteln? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Und zwar, es gibt zwei Rare Mobs. Und zwar einmal hier das Amphitheater. Da kann man einen als Nightfee, wenn man Anima Conductor auf Stufe 1 hat, einen Rare beschwören. Und wenn man den Rare umhaut, gibt es 500 Ruf hier für die Ruf-Fraktion. Und zwar Hof der Nacht. Ne? 500 Ruf, jeden Tag könnt ihr die holen. Da braucht ihr einen Nightfee Anima Conductor 1. Dann könnt ihr noch hier unten Valvir umhauen. Da braucht man den Anima Conductor, ich meine auf Stufe 3 als Nightfee, um den zu beschwören. Könnt ihr aber auch mit allen anderen Covenants umhauen, wenn den ein Nightfee beschworen hat. Also sprich, am Tag könnt ihr 1000 Ruf farmen. So habe ich es mit meinem Main gemacht. Mit meinem Main war ich ursprünglich bei den Necrolords und habe da auf ehrfürchtig gefarmt. Halt dann über 1-2 Monate ist es dementsprechend. Jeden Tag 1000 Ruf ist schon einiges. Zwei Rares umgehauen. Geht tatsächlich relativ schnell und der nette Nebeneffekt ist, man kann da noch dankbare Gaben auch noch mit farmen. So, wenn ihr jetzt Nightfee seid, könnt ihr natürlich die zwei Typen trotzdem umhauen, könnt ihr vielleicht auch selber beschwören, aber ihr könnt noch zusätzlich hier unten Daily Quest machen. Wenn ihr euren Anima Conductor auf 2 habt, dann könnt ihr den hier unten hinkanalisieren zum Becken und könnt dort dann Daily Quest freischalten, die bringen euch auch Ruf. Ehrlich gesagt weiß ich aber jetzt gar nicht, wie viel Ruf die genau bringen. Ich habe die einmal gemacht und ich würde euch nicht empfehlen, mit denen Ruf zu farmen. Schlichtweg, weil diese Daily Quests ewig und 3 Tage dauern und es einfach nicht lohnt. Ne? Also ich habe die Daily Quests tatsächlich, ich glaube, ein oder zweimal gemacht. Dann habe ich mich dafür entschieden, komm, scheiß drauf, ich farm eh dankbare Gaben und hau einfach die Rares um und lasst die Daily Quests sein. Wenn ihr natürlich es möglichst schnell farmen wollt, könnt ihr die Rares umhauen und zusätzlich die Daily Quests machen. Ich vermute, die werden auch irgendwie 300, 400, 500 Ruf bringen für die Fraktion. Also irgendwie sowas um in Dreh rum. Dann könnt ihr das vielleicht nochmal ein bisschen beschleunigen. Genau, das war es eigentlich soweit, was ich euch zeigen wollte. Nochmal zur Erinnerung. Also das eine Mount hier, Umbral Sichelhorn, könnt ihr mit jedem Covenant kaufen. Und den Winterborn Runenhirsch, den könnt ihr nur mit den Nightfee holen. Solltet ihr an den anderen Sachen noch Interesse haben, dann müsst ihr halt für das Waffenset auf Ehrfürchtig noch hochballern mit eurem Nightfee-Char, um quasi das auch noch kaufen zu können.
Gut, das waren soweit die Sachen, die ich euch zeigen wollte. Damit sind wir auch mit dem kleinen Video wieder durch. Mich hat's gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.